Mein Name ist Micha Hauptner, ich bin hier der stellvertretende Küchenchef und neben mir ist heute da unser Azubi im ersten Lehrjahr, der Herr Reichelt. Beginnen wollen wir mit der Schlosskartoffel. Das ist eine turnierte Kartoffelform. Turnieren ist nichts weiter als in Form bringen oder schnitzen, würden wir in Deutsch dazu sagen. Ja, und das würde ich jetzt gerne meinem Azubi einfach mal zeigen. Wir halbieren zunächst die Kartoffel und das machen wir nochmal. Da haben wir schon die Grundform. Dann fahren wir hier so ganz leicht rein, dass wir hier so ganz langsam unseren Mond rausschälen. Das ist unser Ziel. Nochmal ein bisschen in der Mitte rausnehmen. Dann haben wir hier ganz dekorativ und doch ganz einfach einen kleinen Mund. Und das bezeichnen wir als Schlosskartoffel. Am besten nimmt man dafür festkochende oder vorwiegend festkochende Kartoffeln, weil die sollen ja in der Form bleiben. Gekocht werden müssen sie ungefähr 10 Minuten. Je nachdem, wie groß man schneidet. Aber 10 Minuten sollte über den Daumen gut passen. Das hast du sehr schön gemacht. Vielen Dank. Die Form passt. Da können wir jetzt weitermachen. So, jetzt wollen wir noch unsere gekochten Kartoffeln, also unsere gekochten Schlosskartoffeln, vollenden. Dazu haben wir aus dem Kräutergarten noch etwas Schnittlauch geholt. Wir werden dazu ein bisschen Butter in der Pfanne zerlassen, den Schnittlauch kurz anschwenken, dann die Kartoffeln dazugeben und dann können wir die auch servieren. Schwenken. Nehmen wir uns die Kartoffeln. Ich hoffe, wir konnten Ihnen heute etwas zeigen, dass Sie zu Hause auch einfach und schnell nachkochen können. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de